dazu? Macht eine Krone 60. Wünschen Sie Revanche, mein Herr? Herr Wirt, wenn die Postkutsche aus Engelholm nicht bald kommt, verliere ich noch mein ganzes Geld. Die Fähre aus Dänemark ist schon seit 3 Stunden da. Wir in Schweden, wir haben es nicht so eilig. Ja, das stimmt. Herr Wirt? Ja. Also glauben Sie, dass die Post nach Ekerön abfährt? Wenn die Post erst da ist, geht die Post auch ab. Eine umfassende und klare Auskunft. Also warten Sie weiter. Mir macht das nichts aus. Reisen ist so schön. Die Fahrt durch Dänemark und jetzt mit der Fähre über den Sund, das war herrlich. Und jetzt freue ich mich schon wieder auf Ekerön. Also auf nach Ekerön. Geduld, mein Herr, es dauert noch etwas. Woran liegst du nun schon wieder? Die Fähre müssen nämlich erst mal trinken. Alle Kreatur muss trinken. Sieh mal an, Herr Philosoph. Vielleicht nehmen Sie hier Platz, mein wertes Fräulein. Die Herren fahren nämlich auch nach Ekerön. Ich habe eine entzückende Reisebegleitung. Sina, kennst du die Ausgabe da? Ein spannender Roman? Nein, etwas viel Besseres. Ein Märchenbuch. Sie lesen Märchen? Ja. Dazu sind Sie doch eigentlich schon zu erwachsen. Na, hören Sie mal, diese Märchen sollte jeder lesen. Das könnte auch Ihnen gar nicht schaden, mein Herr. Die Märchen von Andersen. Andersen? Wer ist denn das? Den kennen Sie nicht? Nein. Sie? Natürlich. So. Wie sieht er denn aus? Gesehen habe ich ihn noch nicht, aber stell mir ihn vor wie ein lieber alter Großvater mit einem langen weißen Bart. Fast so wie der liebe Gott. So. Aber wenn er nur ganz anders aussehen würde, müssten Sie ihn dann noch leiden? Doch. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Er sitzt nämlich vor Ihnen. Was? Sie sind Andersen? Nein, ich bin nur Thorwalds und der liebe Gott sitzt da. Herr Andersen, Sie sind es wirklich? Ja, ich bin Andersen. Ich liebe Ihre Märchen. Und Sie wollen auch nach Ekerön? Ja. Zu Gräfin Eva Douglas? Ja, dort bin ich eingeladen. Wir auch. Das ist ja großartig. Ich soll dort nämlich... Wir spielen dort. Ach, das darf ich Ihnen gar nicht verraten. Das soll wohl eine Überraschung sein. Bitte verraten Sie es mir doch. Was spielen Sie denn? Eine Prinzessin. Ach, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Ach, du lieber Augustin, allerliebste Kind. Ja, ach, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Ach, du lieber Augustin, allerliebste. Bist du ja, mein lieber Prinz. Hilf mir, rette mich. Ich will dich nicht retten. Ich mag dich nicht. Du hast den köstlichen Duft der Rose verachtet. Du willst ja gar keinen ehrlichen Prinzen haben. Aber den Schweinehirten konntest du für eine seelenlose Spielerei küssen. Jetzt kannst du bleiben, wo der Pfeffer wächst. Augustin, 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 ach du lieber Augustin, alles ist hin. Bravo, Jenny, mein Kind, das hast du wirklich ganz allerliebst gemacht. Nun, Herr Andersen, sind Sie mit Ihrer Hauptdarstellerin zufrieden? Ja, ich möchte Ihnen danken. Aus vollem Herzen danken. Sie sind sehr liebenswürdig zu mir, Herr Andersen. Und das sind keine Redensarten. Sie sind so wunderbar begabt. In Ihrem Gesang, da schwang ein Ton mit,
Ja, so habe ich mir die Prinzessin in meinen Märchen immer vorgestellt. Ach, ich spielte doch eine ganz unnatürliche und herzlose Puppe. Das war doch ein kalter Ton. Nein, das war ein schöner Ton. Der kann viel weiter schwingen, viel tiefer und auch viel höher. Ich fühle das. Gräfin, was sagen Sie zu unserem Dichter? Er hat sich scheinbar in sein eigenes Geschöpf verliebt. Wer ist denn eigentlich die Kleine? Sie ist die Tochter meines alten Hauslehrers, Axel Lind. Schon als so kleines Mädchen hat sie bei unseren Vorstellungen immer mitgewirkt. Und ich hole sie mir auch immer wieder dazu. Meine kleine Jenny. Sie ist auch begabt. Weshalb geht sie nicht zur Bühne? Der Vater will es nicht. Zur Oper gehen. Immer derselbe Unfug. Vater, ich bitte dich zum letzten Mal. Zum letzten Mal? Jawohl. Das will ich hoffen. Ich habe aber doch Talent. Talent, Talent, weil eine höfliche Gesellschaft auf einem Sommerfest der Beifall klatschte, weil dieser Herr Andersen dir einen Floh ins Ohr setzte, bist du etwa ein Genie. Vater, ich bitte dich von ganzem Herzen, mich jetzt ernst zu nehmen. Ich nehme dich doch ernst, mein Kind. Komm, setz dich. Jenny, komm doch endlich aus deinem romantischen Theaterhimmel herunter auf die Erde. Olof Larsson war hier. Er wünscht, dass eure Verlobung endlich bekannt gegeben wird. Ich hoffe, du siehst ein... Ich sehe gar nichts ein. Jenny, der Sohn des Bürgermeisters, eine bessere Partie kannst du doch gar nicht machen. Muss ich dich denn zu deinem Glück zwingen? Mein Glück liegt anderswo, Vater. Hier liegt dein Glück. Nicht etwa in der Stockholmer Oper. Oder im Hoftheater von Kopenhagen. Einen Augenblick, mein Herr, ich werde Sie gleich... Nein, das ist nicht nötig. Nein, nein, das geht so nicht. Ich muss Sie erst wieder direkt zurückgeben. Aber nein, was ist denn los hier? Poeta Laureatus, na? Was gibt's denn? Ein neues Stück? Na, diesmal nicht. Das handelt sich überhaupt nicht um mich. Sondern um eine junge Dame. Andersen, Andersen. Ja, für die ich mich sehr interessiere. Das heißt, für ihre künstlerische Ausbildung. Ihre künstlerische Ausbildung? Ja, ich habe da ein junges Mädchen kennengelernt, eine ungemeine Begabung und eine selten schöne Stimme. Und ihr einziger Wunsch ist, in die Opernschule des Königlichen Theaters aufgenommen zu werden. Mhm. Na ja, warum denn nicht? Die Schule ist zwar überfüllt, die meisten haben kein Talent, die anderen keine Stimme, aber... Wollen mal sehen, was sich tun lässt. Ja, ach, das ist schön. Am Tage der Eheschließung meines Sohnes Olof Larsson mit dem Fräulein Jenny Lind überschreibe ich ferner meinem Sohne Olof unbeschadet sonstiger Erbansprüche des Grundstücks Süderweg. Mit 80 Acker Land samt allen Nutzungsrechten. Das ist ja wirklich ausgezeichnet. Und außerdem hat mir mein Vater für die Holzgroßhandlung der Familie Prokura erteilt. Ich gratuliere. Eine solidere Grundlage für ein gesundes Lebensglück kann es ja gar nicht geben. Herr Lind. Ich bin sehr glücklich, dass auch Sie für eine rasche Eheschließung sind. Jenny hat sich nach der Rückkehr aus Ekenöhlen sehr verändert. Das sind Mädchenlaunen. Ja? Ein Brief aus Dänemark für das Fräulein Tochter. Ich dachte mir, ich reiche gleich herein. Vielleicht ist es wichtig. Dankeschön. Warst du schon einmal in der Oper? Nein, wie sollte ich wohl? Von unserer Familie hat noch keiner die Nase aus dem Nest herausgesteckt. Die Oper, Karin. Das ist, als hebe dich die Musik empor. Du schwimmst in ihr, sie dringt durch dich hindurch. Dein ganzer Körper klingt, wie du dich begeistern kannst. Ich denke Tag und Nacht nur daran, wie ich es schaffen werde. Und wenn ich dann wirklich etwas geworden bin, Karin, dann musst du zu mir kommen, ja? Absender H.C. Andersen? Den Brief erbreche ich. Ach, wollen Sie nicht doch lieber in Anwesenheit von Jenny? Unsinn. Liebes Fräulein Lind, heute sprach ich mit dem Direktor des Königlichen Hoftheaters. Ihrer Aufnahme in die Opernschule steht nichts im Wege. Ich wäre froh, wenn Ihr Talent sich groß entfaltete. Das wünscht von Herzen Ihr H.C. Andersen. Ja, das ist ja toll. Sie, Herr Lind. Jenny! Herr Lind, geben Sie mir den Brief, bitte Sie. Ja, Vater? Ach, Olof, Sie sind hier? Jenny, willst du mir vielleicht erklären, wie... Ich bitte Sie, Herr Lind, geben Sie mir den Brief. Gut. Sprechen Sie mit ihr. Jenny, Ihr Vater hat den Brief bereits geöffnet.
Wissen Sie, was dieser Brief für mich bedeutet? Ja, aber es ist doch Wahnsinn. Wo soll denn das hinführen? Sie wissen, dass wir die Hochzeit vorbereiten. Ja, ich weiß. Mein Vater und Sie sind sich einig. Waren wir beide uns nicht auch einig, Jenny? Ich liebe Sie. Bitte sprechen Sie nicht weiter. Aber Jenny. Nein. Sie missverstehen mich. Ich lehne Ihre Neigung ja nicht ab. Ich weiß, Sie haben eine sehr schöne Stimme. Und Sie werden singen im Kirchenchor, im Gesangsverein. Ich weiß, dass Sie es gut mit mir meinen, aber... Und wir werden Hauskonzerte geben. Fühlen Sie denn nicht, dass ich Sie nicht liebe? Dann freilich. Wartet auf seinen Soldaten. Onkel, erzählst du uns hier ein schönes Märchen? Ich weiß noch nicht. Bitte. Ja, jetzt wollen wir mal das Schiffchen abfahren lassen, ja? Ah, jetzt fällt er um. Nein, mein Soldat bleibt stehen. Das war ein tüchtiger Kerl. Ja. Wen suchen Sie denn, Fräulein? Und hier Richter Andersen? Ja, er ist im Garten. Es war einmal ein standhafter Zinnsoldat. Jenny Lind? Nein, wirklich, Sie sind da? Willkommen in Kopenhagen. Dankeschön für Ihren Brief. War der Abschied schwer von zu Hause? Doch. Nein. Ein wenig schon. Das sind die Hausmannskinder, die spielen da mit Soldaten. Wir meinen Soldaten nicht weg. Ach, und Sie auch? Bitteschön. Jens, hier, dein Soldat. Bring ihn zu seinem König. Sie haben Kinder wohl sehr lieb. Ja, sie hängen sehr an mir. Aber gerade wenn ich sie bei mir habe, dann fühle ich erst, wie einsam ich bin. Sie einsam? In Ihrer Welt? Ja, ich einsam. Es ist sehr schön, dass Sie da sind. Sie haben mir geschrieben und ich bin gekommen. Ja, der Direktor ist sehr interessiert. Und wenn er Sie nun erst singen hört, er sagt ja nämlich, die meisten, die zur Oper gehen, die haben kein Talent und die anderen wieder keine Stimme. Ist der Herr Direktor gut aufgelegt? Ja, das weiß man nicht. Mal ist er so, mal ist er anders. Ich hab solches Herzklopfen. Sie brauchen doch keine Angst zu haben. Aber Herr Direktor, darf ich nicht noch mal von vorne anfangen? Mir ist manche schon vorgekommen, aber was Sie uns hier zumuten, das geht ja noch zu weit. Andrei, wer jetzt Fräulein? Nein, ich will niemanden hören, niemanden. Aber alle haben doch gesagt, ich hätte so eine schöne Stimme. Herr Direktor, ich möchte doch so gerne zur Oper. Wenn Sie zur Oper gehen, dann gehe ich zum Zirkus. Herr Direktor,
Halten Sie auch Wort? Was denn, wieso denn? Ich meine, gehen Sie wirklich zum Zirkus? Ach, lassen Sie Ihre dummen Witze, Rupen, lieber. Stören Sie mich nicht immer auf der Probe. Ich komme ja auch nicht in Ihr Verlagsbüro, Herr Impresario. Mir wäre es sehr lieb, Sie kämen und brächten etwas mit. Sie wissen schon. Ja, 7000 Kronen, Rupen. Sie sind ein Barbar. Wie können Sie von Bargeld reden? Hier im geheiligten Musentempel. Noch so am Vormittag. Nachmittags in Ihrem profanen Büro klingt es auch nicht besser, wenn Sie nicht zahlen können. Herr Rektor, ich schlage Ihnen ein kleines Gegengeschäft vor. Ich habe Ihnen den italienischen Tenor Barzello ausgeborgt. Stellen Sie mir eine Kraft für mein Programm. Also jetzt bei Beginn der Saison, ich denke nicht daran, lieber Freund. Direktor, Sie können zahlen? Ach, ziehen doch, lieber Freund, lassen Sie mich in Ruhe. Und lassen Sie, Herr Direktor, nur auf zwei Worte. Ja, nicht jetzt, lieber Anders. Darf ich Ihnen Fräulein Lind vorstellen? Lind, wer ist denn Lind? Na, Sie wissen doch, die junge Sängerin. Ja, aber nicht jetzt. Bitte, nicht jetzt, bitte sehr. Lind. Ja, aber Sie haben es mir doch versprochen. Wenn eine Stelle frei ist, habe ich gesagt, Herr Andersen. Wenn, es ist aber nichts frei, nicht wahr? Es ist unmöglich, sage ich Ihnen. Nur habe ich die junge Dame extra aus Schweden hierher kommen lassen. Ja, das war sehr leichtsinnig von Ihnen, Herr Andersen, sehr leichtsinnig. Sie sollten lieber Stücke schreiben, anstatt... Ich habe keine Zeit mehr, bitte lassen Sie mich. Aber Herr Ist das schon das Ende? Wir kommen nicht sehr gelegen. Deswegen bin ich hergekommen? Aber das ist doch gar nicht möglich. Nein. Er ist nur nicht guter Laune. Er hört sie schon noch an. Ja, das muss er auch. Das muss er. Freilich muss er. Ich lasse nichts unversucht. Nur Mut. Wollen Sie morgen wieder zu mir kommen? Ja. Sie dürfen sich mit Ihrem Vater nicht entzweien. Ich werde ihm schreiben. Doch, das hilft nichts. Zu meinem Vater kann ich erst zurück, wenn ich etwas geworden bin. Herr Andersen. Lass ihn nur. Sind Sie Herr Hans Christian Andersen? Jawohl, der bin ich. Seine Exzellenz, der Herr Staatsminister Graf Rantzau, wünscht Ihnen seine Aufwartung zu machen. Der Herr Staatsminister? Persönlich. Ich komme. Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie das gehört, Fräulein Lind? Persönlich? Ach, kommen Sie, Sie müssen doch die Page sehen, mit Waffen, ach, und die Pferde mit Federbüschen, wie bei der königlichen Garde. Kommen Sie. Es gehört zu meinen schönsten Pflichten, die Kunst zu fördern. Ich habe da ein Stipendium für eine Reise nach Rom gedacht. Ach, Sie genießen den blauen Himmel und die Sonne Italiens und lassen sich von der Antike verzaubern. Italien. Davon habe ich immer geträumt. Italien. Sehen Sie, und jetzt können Sie da leben und schaffen. Für einen Künstler, was kann es Herrlicheres geben? Mein Gott, wie soll ich Ihnen bloß dafür danken, Herr Staatsminister? Kann ich sonst etwas für Sie tun? Ach nein, das ist doch schon so viel. Das heißt, doch. Ja, ich habe noch eine Bitte. Die ist bereits erfüllt. Schauen Sie. Welch eine Ehre für unseren Herrn Andersen. Sehen Sie nur die Pferde und den Lakaien. Man weiß nicht, was schöner ist. Ja, unser Herr Andersen, der ist ein berühmter Mann. Ich will Ihnen meinen Schützling gleich einmal vorstellen. Fräulein Lind, wo ist sie denn? Fräulein Lind, wo sind Sie denn? Hier, komm schon. Ist er schon fort? Nein, er ist noch da. Staatsminister. Denken Sie sich, der Herr Staatsminister wird sich persönlich beim Direktor der Königlichen Oper für Sie verwenden. Herr Staatsminister, das wollten Sie wirklich? Ja, und jetzt sogar aus Überzeugung. Ich hatte es Herrn Andersen schon versprochen, in künstlerischen Fragen ist er ja kompetent. Aber auch ich als Laie muss sagen, ich glaube, die Königliche Oper wird sich glücklich schätzen, die zu ihren Mitgliedern zählen zu dürfen. Ich hoffe, mich bald einmal davon überzeugen zu können. Auf Wiedersehen, mein Fräulein. Also, mein Lieber, beim nächsten Probesingen wird Ihr Schützling bestimmt dabei sein. Exzellenz, werden keine Enttäuschung erlitten.
das Material ist gut. Was sagen Sie, Herr Penn? Ich sage eine große Hoffnung. Fräulein Lind, Sie sind in unsere Opernschule aufgenommen. Aufgenommen? Dankeschön. Aufgenommen? Das danke ich Ihnen, mein lieber Herr Andersen. Ja, gewiss. Aber in erster Linie doch wohl dem Grafen Rantzau. Zu Beginn unserer musikalischen Abendunterhaltung wird Fräulein Jenny Lind, seit einem Jahr die hoffnungsvollste Elevin der Opernschule, uns nun mit einer Probe ihres Könnens erfreuen. Mein Schatz, der ist Postillon, er fährt durch die Felder, Wälder, über das Land. Von fern erkenne ich ihn schon, denn all seine Lieder, sie sind mir bekannt. Er blüht, dein Haar mit Hühnern, so schön, wie sonst kein Popular. Es klingt, wenn es von ferne erschallt, als ruft er, ich komme bald, ich komme bald. Rara, ich höre sein Lied, ich höre es singen, klingen, ich bin ganz nah. Rara, ich höre sein Lied, es soll zu mir sagen, ich bin. Muss Sie leider loben. Wirklich? Mit Einschränkungen. Was war noch nicht gut? Bitte sagen Sie es mir ganz schonungslos. Was fehlt mir noch? Das Wichtigste. Was ist das? Sie nehmen mir allen Mut. Arbeiten und nicht verzweifeln. Hören Sie nicht auf diese schwarze Seele. Kommen Sie an. Ein Meisterwerk. Wann wäre wohl ein Atelierbesuch gestattet? Wann Sie wünschen, Graf Reventur. Ist sie nicht Herr? Ja, sie müsste eigentlich in einem Museum stehen. Wie bitte? Er sprach von Jenny Lind. Ach so, das ist nicht schlecht. Singt sie nicht wirklich wie... wie eine Nachtigall. Ja, die Stimme ist gut. Aber der Kopf, weißt du, mich interessiert die Linie ihres Profils. Sehr ausdrucksvoll. Nicht wahr? Signor Rosselli spielt jetzt ein neues Thema mit Variationen. In diesem einem Jahr sehr viel dazu gelernt. Nein, Jenny Lind. Na, ihr Vortrag eben. Was, Upin? Ich meine, sie zeigt doch wirklich Stimme und Talent. Na, ein Hundertstel von dem, was in ihr steckt. Ich glaube, sie ist reif für eine große Rolle. Für eine tragende Partie. Sag mal, Herr. Die Reife beginnt erst nach dem Sündenfall. Sie werden immer gleich so unmoralisch. Kunst hat mit Moral viel weniger zu tun, als man denkt. Und doch viel mehr. Ich bin aber wirklich kein Wort von Dank an ihr. Aber ohne Ihre Vermittlung wäre ich doch nie aufgenommen worden. Der Fall ist längst verjährt. Dann lassen Sie mich wenigstens für den heutigen Abend danken. Schönheit dankt am besten durch Ihre Gegenwart. Herr Upin, Sie sind doch Sachverständige. Sie meinen auf Jenny Lind? Ja, ist Ihr Gesang nicht vollendete Schönheit? Vollendet? Sie sind ein Märchendichter, Hans. Ich habe Sie noch nie so singen hören wie heute. Man müsste ihr mal eine größere Aufgabe stellen. Eben darüber wollte ich ja mit Ihnen sprechen. Ich habe diese Aufgabe. Und ich weiß, sie wird sie meistern. Sie wird das Publikum mitreißen. Na, reißen Sie mir bitte nicht meinen Knopf ab, Anders. Sie sind ein Scheusal, ein Ungeheuer. Direktor, zu Hilfe. Was gibt's denn? Anders wird gefährlich. Nutzen Sie doch die Gelegenheit. Herr Direktor, Sie müssen in meiner Uraufführung Jenny Lind die Rolle der Agnete geben.
Wieso, die Titelrolle? Sanderson hat bei der Agnete nur an Jenny Lind gedacht. Ja, ich habe nur an sie gedacht. Jenny als Agnete. Hm. Na, wollen wir sehen, was sich machen lässt, mein lieber Anders. Ja, und der See und die Insel da drüben, die gehören auch zu ihrem Park? Ja, Insel und der Pavillon. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen viel für mich allein. Sie sollten sich das alles einmal bei Tageslicht ansehen. Sie würden mir eine große Freude damit machen, Shelley. Zu liebenswürdig, Herr Staatsminister. Herr Staatsminister? Verzeihung, Herr Graf, aber ich habe so eine frohe Nachricht. Fräulein Lind, Sie bekommen die Rolle der Agnete. Die Rolle der Agnete? Mhm. In Ihrem Stück, Anders? Ja, der Direktor hat es mir eben versprochen. Wirklich? Mhm. Hans Christian, wie soll ich Ihnen dafür danken? Ich bin die erste Sängerin. Ich bin die erste. Was ist denn? Immer dasselbe. Sie sind ja stets um einen Vierteltakt voraus. Also bitte, das Tempo gebe ich an. Entschuldigen Sie, Herr Kapellmeister, aber ich kann es einfach nicht langsamer nehmen. Bitte, was können Sie nicht? Ich empfinde es nun einmal so. Ach, bitte empfinden Sie, was Sie wollen, aber halten Sie die Probe nicht auf. Bitte, meine Herren. Verzeihung, Herr Kapellmeister. Wir müssen aber jetzt wieder bei der Probe anfangen. Na, umso besser. Also, die Probe ist beendet. Sehen Sie, mein liebes Kind. Sie müssen sich mehr unterordnen. Sie sollten unseren guten Meister nicht zu ärgern. Aber das will ich doch gar nicht. Ich habe die besten Vorsätze so. Aber nach ein paar Takten, da geht es eben einfach mit mir durch. Oh. Bitte schön, und. Für die neue Oper Agnete. Frau Windham, bitte schön, hier ist Ihre Partie. Ach, Fräulein Lindchen. Ja, für Sie habe ich auch etwas. Ach, herrlich. Ich singe die Agnete in Andersens Premiere. Das ist doch empörend. Noch, da muss ich doch aber sehr bitten. Warum singe ich nicht die Agnete? Was wollen Sie? Die Rolle war mir zugesagt. So. Rollen werden so verteilt, wie es die Direktion für gut befindet. Aber der Herr Direktor hat es doch Herrn Andersen ganz fest verbrochen. Na, dann sprechen Sie doch mit dem Direktor. Ich wehr dich auf. Was sagen Sie? Meine Rollen wollte sie spielen. Na, diese Elevin werden, weiß Gott, immer unverschämter. Ja, nun doch nicht. Dazu sind Sie noch viel zu jung. Aber Sie haben doch Herrn Andersen gesagt. Ich habe gesagt, man würde sehen, was ich machen lässt, aber es hat sich eben nicht machen lassen. Ja, das königliche Hoftheater besteht nicht aus Ihnen allein. Es gibt auch noch andere Mitglieder. Und wenn Sie das nicht eilen, dann ist es besser, Sie gehen. Ganz wie Sie wünschen. Ja, dann gehen Sie. Das tue ich auch. Bitte schön, Sie brauchen gar nicht wiederzukommen. Sie sehen den Latzen. Gut, Herr Direktor. Was hast du fort? Hey, hey, hey. Was ist denn los? Sie ist wohl ganz und gar verrückt geworden. Eleven im ersten Jahr und wird hier renitent. Auch auf der Probe. Das liegt an Ihnen. Sie halten eben keine Disziplin. Also bitte, Herr Direktor, ich muss wirklich sehr bitten. Ich muss doch bitten, dass man mich nicht in solche Situationen bringt, Herr Kapellmeister. Vor allem nicht vor dem Mittagessen. Entlassen? Ja, wie war denn das möglich? Ich habe ihm die Rolle auf den Tisch geworfen. Ach, was sind die? Mein Gott, Sie sind doch Eleven im ersten Jahr. Ich war doch im Recht. Aber trotzdem, man muss sich doch unterordnen können. Gerade beim Theater. Hans Christian,
Sie haben doch bei der Rolle der Agnete nur an mich gedacht, nicht wahr? Ja. Und der Direktor hat es Ihnen doch auch ganz fest versprochen. Und jetzt auf einmal... Er wird seine Gründe gehabt haben. Nein, er hatte eben keine. Sie hätten zu mir kommen sollen, anstatt da im Theater eine Szene zu machen. Ich war so grenzenlos empört. Na ja, nun ist es mal geschehen. Ach. Ich werde zum Direktor gehen. Er wird hoffentlich mit sich reden lassen. Ach ja, Hans-Christian, gehen Sie zu ihm. Sprechen Sie mit ihm. Gleich. Ein paar Tage muss ich schon erst noch warten. Aber nein, dann ist es doch viel zu spät. Dann singt doch die Rinde um die Agnete. Und ich muss die Agnete singen. Ja, Sie müssten sie singen. Aber man kann doch nicht alles erzwingen wollen. Haben Sie doch etwas mehr Geduld. Ach, Geduld. Jenny. Weiß, Hans-Christian, Sie sind viel klüger und erfahrener als ich. Aber man muss kämpfen, wenn man etwas erreichen will. Jenny. Es geht doch auch um Ihr Stück. Warum kämpfen Sie nicht dafür? Was hat's denn gegeben? Das kleine Fräulein war ja so aufgeregt. Ein kleines Fräulein? Tränen? Ach Gott. Aber... Ja, ja. Fräulein Lind, sie weiß, was sie will. Sie wird sicher einmal fast ganz so berühmt wie Sie, Herr Andersen. Was würde wohl der König dazu sagen, wenn ich ihm so antworten würde, wie Sie dem Direktor? Ich habe mich bestimmt sehr dumm genommen. Ich glaubte mich im Recht. Recht? Ein großes Wort. Aber die Früchte reifen nun mal nicht im Mai. Was glauben Sie, was ich so ein Gärtner plagen muss? Ja, ich weiß. Man muss bestimmt sehr fleißig sein. Aber trotzdem muss der liebe Gott ein bisschen nachhelfen, nicht wahr? Der liebe Gott hilft keiner Rechthaberin. Aber vielleicht tut es der Staatsminister Graf Henrik von Rantzau. Bedauern hat. Natürlich stelle ich alles Ihrem höheren Urteil und Ihrer direktorialen Souveränität anheim. Es grüßt Ihr sehr geneigter Staatsminister Graf Henrik Ludwig von Rantzau. Was sagen Sie dazu? Er überlässt uns alles. Sozusagen die sanfte Hand von oben. Na, Sie dürfen natürlich nicht glauben, dass ich hier einem Drucke nachgebe. Die Lind ist doch begabt. Oh, sehr begabt. Das hat sich ja neulich auf der Probe gezeigt. Sagen Sie, was haben Sie eigentlich gegen die Lind? Herein. Guten Tag. Herr Direktor, ich möchte... Sie möchten sich entschuldigen, Fräulein Lind. Ich freue mich, dass Sie zur Einsicht gekommen sind. Ich will Gnade vor Rechter gehen lassen. Vor allem merken Sie sich eines. Protektion gilt in Kopenhagen überhaupt nichts. Und nun entschuldigen Sie sich bei dem Herrn Kapellmeister. Liebes Fräulein Lind. Und damit ist der Fall erledigt. Die Rolle kriegen Sie natürlich nicht. Um Gottes Willen, soll die Rindom wirklich die Agnete singen? Reden Sie doch keinen Unsinn. Natürlich singt die Lind.
wie schön ist das hier. Wie ein Märchenschloss von Anwälten. Ja, mein Märchenschloss. Hierher ziehe ich mich zurück, wenn ich mich erholen muss von allem Trubel. Wenn es dir zu laut wird da draußen. Ja, hier ist es ganz still. Hier kann man träumen und glücklich sein. Glücklich? Ja, sehr. Es ist schön, einen Menschen glücklich machen zu dürfen. Ich habe nie gewusst, wie schön das ist. Jetzt weiß ich es. Darf ich etwas fragen? Mhm. Weißt du, dass ich dich sehr liebe? Darf ich noch etwas fragen? Liebst du mich auch? Ganz und gar. Na? Du warst lange nicht bei mir. Wo warst du denn? Hier in Kopenhagen. So. Und was ist mit der Oper? Proben haben begonnen. So. Hast du etwas von Jenny Lind gelernt? Natürlich, komm mal mit. Ich modelliere doch ihren Kopf. Ach. Also, was ist mit Jenny? Ich weiß eben nicht, was mit ihr ist. Sie lässt sich nicht sehen. Sie geht mir auf den Weg. Aber das muss doch nicht Absicht sein. Ich höre, dass Sie nun doch die Agnete sind. Es geht doch schließlich uns beide an. Warum kommt sie denn nicht mit ihrer Freude zu mir? Liebst du sie sehr? Du weißt es ja. Oh, Jenny, das ist deine Wohnung? Das ist meine Wohnung. Hier wollen wir beide zusammenhausen, nicht? Du musst aber schon sehr berühmt sein, wenn du dir eine solche Wohnung leisten kannst. Komm, erzähl mal, wie war die Reise? Nur schön durchgeschaukelt, aber herrlich war's doch. Ach, Jenny, ich bin dir so dankbar, dass du mich hergeholt hast. Aber ich hatte dir doch versprochen. Und dann auch noch gehalten? Komm, ich will dir jetzt alles zeigen. Ja. So vornehm und so groß. Bekommst du viel Besuch? Ja, mitunter schon. Das ist Graf Rantzau, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Nein, nein, Direktor, ich will die Lind, und zwar auf ein ganzes Jahr. Diesmal müssen Sie dran glauben. Warum denn gerade die Lind, die Levin? Ich war heute auf der Probe. Die Stimme der Lind hatte einen Ton, einen Klang. Ich habe das noch nicht von ihr gehört. Ich glaube, sie ist verliebt. Es dürfte sich ja auch inzwischen herumgesprochen haben, in wen. Das ist mir ganz gleichgültig. Auf jeden Fall ist aus ihrer Stimme etwas ganz Besonderes geworden, wie ich es vorausgesagt habe. Man muss dieses Phänomen pflegen. Upen, Sie halten sich wohl für Apoll, der unseren Künstlern Genie einbläst. Nein, aber ich bringe Ihnen etwas bei. Auf meinen Gastspielreisen lernen die Künstler. Außerdem sehen sie die Welt, erweitern Blick und Urteil, kurzum, sie gewinnen an Persönlichkeit. Und wenn Sie dann nach Kopenhagen zurückkommen? Ja, dann sind Sie größenwahnsinnig geworden und nicht mehr zu bezahlen. Apropos zahlen, also ich bekomme die Lind. Sonst müssen Sie nämlich zahlen. Sie sind ein Erpresser. Und für ein ganzes Jahr. Sie sind ein Shylock. Sehr wahr, oh weiser und gerechter Richter. Und wie viel älter bist du, als du aussiehst? Wart, Shylock, das Recht hat größeren Anspruch noch an dich. Haben Sie gerufen, Herr Direktor? Nein, hinaus. Herr Andersen ist draußen. Andersen, herein, mein lieber Andersen. Ja, Sie schickt ja der Himmel. Bitte schön, setzen Sie sich hier. Nehmen Sie gleich mal den Rotstift rein. Ja, Poet. Jetzt müssen wir Ihnen die Federn stützen, nicht wahr, Ben?
Feier. Wie wird denn das Stück überhaupt? Gut, lieber Andersen, gut. Also, das ist doch ein Stück von Andersen. Ja. Na, und die Lind, wundervoll, was? Roll ist ja direkt für Sie geschrieben. Warum wollten Sie denn da jetzt umbesetzen? Ich wollte umbesetzen? Aber lieber Andersen, oh, ach so, ja, das ist Taktik, das ist Pädagogik. Ja, Schauspieler sind ja wie die Kinder, nicht wahr? Schlagen Sie gleich mal den letzten Akt auf, der ist nämlich viel zu lang. Darf ich mal, Moment, ich habe nämlich Regie und da dachte ich mir, von hier machen wir einen kleinen Strich. Bis hier, ja, Moment mal, so, bis hierher, der Strich ist gut. Naja, das Finale bleibt natürlich. Eine Kleinigkeit nach rechts, bitte. So, dann. Langweilig, wie? Nein, gar nicht. Die Stirn ist schwierig. Was mag wohl alles dahinter stecken? Ich weiß es selber nicht. Es gehen da so viele Dinge durcheinander. Eine Frage, Jenny. Darf ich? Sie dürfen mich doch alles fragen. Was ist mit Ihnen und dem Grafen Rantzau? Ja, da schweigen Sie nun. Ich habe gar keinen Grund zu schweigen. Ich könnte Ihnen alles sagen, aber ich weiß nicht, warum. Warum ich Sie das frage? Ich habe Sorge um Andersen. Jetzt ist der Akt aber sehr kurz geworden. Ja, aber gut, mein Lieber. Sehr gut, nicht wahr, Pam? Glauben Sie mir, was nicht gesprochen wird, kann nicht missfallen. Was sagt der Verleger dazu? Herr Rektor, Sie sind ein Genie. Na, sind wir uns ja ausnahmsweise mal einig. Das ging schneller, als ich dachte. Ich will mir ja gern alles gefallen lassen. Aber versprechen Sie mir noch eines. Noch was? Geben Sie Jenny Lind einen Vertrag auf viele Jahre. Jahresvertrag? Ja, ich schreibe jedes Jahr ein neues Stück für Sie. Für mich? Für Jenny Lind. Ja, noch. Wollen wir mal sehen, was sich tun lässt. Ich weiß, was Sie denken und auch denken müssen. Aber ich kann es nicht ändern. Ich liebe den Grafen an. Und ich weiß, dass er mich liebt. Sie wissen das? Ja, das weiß ich. Und Sie hoffen, dass dieses Erlebnis Ihre Karriere nicht behindern wird? Behindern? Im Gegenteil. Jetzt bin ich doch erst aufgewacht. Ich fühle, wie meine Kräfte wachsen, weil ich liebe. Und Andersen? Wissen Sie, was Sie für Andersen bedeuten? Er lebt in einer Hoffnung, die Sie erfüllen oder gleich zerstören müssen. Sie haben recht. Ich bin dem einfach ausgewichen. Warum? Das passt gar nicht zu Ihnen. Ach, Thorwaldsen. Sie wissen nicht, wie ich Hans Christian verehre. Er ist mein Freund. Ich denke, gerade Freunden gegenüber hat man die Pflicht zur Wahrheit. Ich will ihm ja alles sagen, aber jetzt nicht. Jetzt noch nicht. Die Wahrheit, die man einem Menschen schuldig ist, darf man nicht einen Augenblick verschweigen. Er darf es jetzt noch nicht erfahren. Er denkt an nichts anderes als an die Uraufführung und dass ich die Agnete spiele. Und seine Agnete, das sind Sie, Jenny Lind. Eben, sehen Sie? Und dieses Erlebnis kann ich Ihnen nicht zerschlagen. Das darf ich nicht. So wichtig bin ich nicht. Wann soll er es erfahren? Nach der Premiere. Und durch mich. Ich will es ihm selber sagen. Denn ich weiß, Hans Christian wird mich verstehen. Oh!
Gehen Sie doch raus. Gehen Sie doch raus. Voran auf. Voran auf. Das weiße Kleid ist vom Grafen Rantzau. Herein! Jenny! Ach, Jenny, ich bin ja so glücklich. Ich auch, Hans-Christian. Es ist, als stünde ich zum ersten Mal auf einem Berg und sehe, wie weit die Welt ist. Ja, sie ist weit und schön. Wenn ich zurückdenke an Eckenöhn und dann der Weg bis heute. Und jetzt fängt es an. Ja, jetzt fängt das Leben erst an. Jenny, wir zwei gehören zusammen und deshalb mussten wir uns treffen. Jenny. Hans Christian, ich muss Ihnen etwas sagen, was nur uns beide angeht. Ja. Aber Sie müssen mich ganz ruhig anhören. Sie wissen, dass ich Sie sehr lieb habe. Ja, Jenny, ich weiß. Aber, Graf Rantzau, ich lasse bitten. Fräulein Lind, mein tiefstes Kompliment. Auch Ihnen darf ich gratulieren. Ein schöner, gemeinsamer Erfolg. Und Verzeihung, zwei Worte mit dem Dichter. Ich habe eine frohe Botschaft für Sie. Ja? Das Hochstipendium ist jetzt endlich vom Kunstsenat bewilligt worden. Ich freue mich, diese Nachricht selbst überbringen zu können. Ich danke Ihnen, Exzellenz. Aber, ja dann, die Herren haben mich noch aufgefordert. Darf ich Ihnen morgen einen Besuch machen? Gerne, ich erwarte Sie. Exzellenz. Sagen Sie um 10 Uhr? Du warst wirklich reizend. Wirklich? Du sahst bezaubernd aus. Das war ein Abend. Das finde ich auch. Du kannst zufrieden sein. Die Aufführung. Was kümmert mich die Aufführung? Du, ich war der Jenny Lind. Na, und? Was geht das dich? Sei nicht so neugierig, du alter Mann. Lausburg. Komm, zu Christensen gehen wir. Die warten schon. Die haben da eine Überraschung für dich. Na, du wirst aufwachen. Hans-Christian Andersen, Poeta Laureatus, viva! Glück, mein Lieber. Der Staatsminister sagt mir, dass Ihr Stipendium für Rom bewilligt ist. Das Stipendium für Rom? Bravo. Gratuliere! Bravo. Kommen Sie nicht. Ach, das Glück ist launisch. Oft kommt es gar nicht und dann in doppelter Gestalt. Na, das ist so besser. Das glaube ich nicht. Mitunter lässt sich dann die Zwiegestalt nicht mehr vereinen. Was soll das heißen? Ich meine, wenn man nach zwei Dingen strebt, dann muss sich die Seele teilen. Poet. Erklären Sie mir das in schlichter Prosa. Rom ist schön, aber es gibt Dinge, die schöner sind. Ich habe zurzeit nicht die geringste Lust, nach Rom zu reisen. Wie schön du bist heute Abend. Ich bin glücklich. Ich bin es auch. Der erste große, wirkliche Erfolg. Ich liebe dich. Hey, das erste Glas für Andersen. Oh, Andersen, probieren Sie den mal. Ich bin so glücklich, du. Ich werde Jenny bitten, meine Frau zu werden. Ja, aber... Bisher habe ich es ja immer nicht gewagt. Hast du mit Jenny gesprochen? Wir sind uns vollkommen einig. Ich glaube, dass du dich da in ein Gefühl hineingesteigert hast. Ich werde mich noch viel höher steigern. Zunächst fährst du doch mal nach Rom. Nein, ich fahre hier überhaupt nicht weg, solange Jenny in Kopenhagen ist.
Übrigens, Andersen, wissen Sie schon, dass er mit mir eine Tournee durch ganz Europa machen wird? Ja, denken Sie, Andersen. Er will Sie uns entführen. Was sagen Sie da, Upin? Jetzt willst du fort? Und noch dazu ein ganzes Jahr? Ja. Warum hast du bisher nicht darüber gesprochen? Upin hat es so gewünscht. Upin. Wie soll ich dir das erklären? Bedenke doch, was ich alles sehen und was ich alles erleben werde. Was für einen Ansporn es für mich bedeutet, mich mit den großen Sängerinnen der europäischen Bühne messen zu können. Verstehst du das denn nicht? Eugène, ich muss dir etwas sagen. Ich hätte dir gerne gegönnt, noch eine kurze Zeit in dem Theater und mit deinem Gesang zu leben, aber... Was meinst du damit? Glaubst du nicht an mein Talent, an meine Zukunft? Doch, doch. Nach diesem Abend? Eugène, verstehe mich richtig. Komm, setz dich. Ein Lied von dir mit halber Stimme in meinem Garten, so wie damals auf dem See, ist mehr für mich als alle Opern dieser Welt. Ja und? Ich bin nicht der Opin. Ich liebe nicht deine Möglichkeiten, deine Zukunft. Ich liebe dich. Ist es nicht dasselbe? Oh nein. Spürst du nicht den Unterschied? Wir stehen vor einer Entscheidung. Ich habe mich entschieden. Ich werde seine Majestät persönlich bitten, die Ehe zu gestatten. Etwas sagen, was Sie mir jetzt nicht danken werden, aber vielleicht später. Sie wissen, ich schätze Jenny Lind sehr. Auch habe ich wenig Vorurteile, aber Sie müssen endlich einmal erfahren, dass sie die Geliebte des Grafen Ranzer ist. Das ist nicht wahr! Ich weiß es. Fast alle wissen es, nur Sie wissen es nicht. Guten Rat. Reisen Sie nach Rom. Gehen Sie. Liebste, wenn du meine Frau bist, musst du der Bühne entsagen. Ich bin einmal Staatsminister und bin an meine Welt gebunden. Und ich bin Sängerin und bin an meine Welt gebunden. Du hast doch noch keine Welt. Du stehst doch erst am Anfang. Wenn das meine Welt nicht wird, dann gibt es keine Welt für mich. Weißt du, dass das das Ende für uns ist? Muss es das? Kann ich nicht bei dir bleiben, wenn du mich liebst? Ich liebe dich so sehr, dass du nicht länger meine Geliebte sein sollst. Ich will nicht, dass die Leute über dich reden. Ach, lass sie doch reden! Glaubst du, dass wir beide in einer solchen Atmosphäre auf die Dauer glücklich werden können? Nein. Du hast recht. Ich habe einmal geträumt, dass wir an einem Kreuzweg standen. Da konnte ich nicht weiter. Das ist jetzt Wirklichkeit geworden. Danke dir für alles. Für jede Stunde. Du kannst nicht mit mir gehen. Nicht einen Schritt. Ausgabe.
Sandy, was ist geschehen? Ich hatte mir das Leben so viel leichter vorgestellt. Schön. Wenn auch Andersen da wäre. Der versteht mich. Der würde mir sicher helfen. Er kommt doch morgen. Ja, er kommt morgen. Nimm es doch nicht zu schwer, Jenny. Du kommst schon drüber weg. Die Konzerte, die Reisen, da hast du doch keine Zeit zum Nachdenken. Ach, Karin. Andersen wird dir auch nichts anderes sagen. Ach, Karin, ich will dich nicht. Hey, hier. Was willst du? Sie, OP? Ich dachte, es wäre anders. Nein, ich bin es nur. Der Gastspielvertrag. Sie brauchen nur zu unterschreiben. Ja, ich lege es nur auf den Schreibtisch. Ich kann mich im Moment damit nicht beschäftigen. Nicht beschäftigen? Was soll denn das heißen? Liebe Lind, ich setze Himmel und Hölle in Bewegung. Erschlage den Direktor, um Ihnen, die Sie doch noch gar nicht sind, die Möglichkeit, zu diesem Gastspiel zu verschaffen. Ja, ich weiß. Ich werde ja auch unterschreiben. Morgen. Und vielleicht heute schon. Warum nicht jetzt? Jetzt? Ich erwarte Besuch. Andersen kommt zu mir. Andersen? Da warten Sie vergebens. Wieso? Woher wissen Sie das? Er ist heute schon in aller Frühe abgereist. Abgereist? Wohin? Nach Rom. Nach Rom? Warum so plötzlich? Tja, ist denn das so schwer zu erraten?
Ignoranten, die mehr sitzen, träumen und denken. Essen und trinken, das ist sehr gut für das Herz. Grazie tante, signore, benvenuto. Niente grazie, niente danke, sind in Rom. Roma è bella. Und sie sitzen immer zu Hause, seit ein ganzes Jahr lang. Solo, ohne Visite, das ist sehr schlecht. Gut, hier, Herr Anders. Ja. Es ist doch... Torwart, Freund, Amico, Visite, bene, bene. Dass du gekommen bist. Hier also sitzt der Autor als... Bravo, Signore Venuto. Signor Andersen, immer traurig, betrüblich. Prego, prego, Signore, prego. Schön, dass du da bist. Komm, setz dich. Trink ein Glas dafür. Schön hast du es hier. Dein Hund. Was macht die Arbeit? Ach, der Teufel soll sie holen. Ich kann nicht arbeiten. Also noch immer auf der Flucht. Wenn du so willst, ja. Aber lassen wir das. Ich kann darüber nicht reden, auch jetzt noch nicht. Aber ich kann es, Hans-Christian. Und ich muss es sogar. Du hast von Shelleys strahlendem Aufstieg gehört. Ja, aber ich bitte dich, hör auf damit. Das hat keinen Zweck. Ich habe darüber nachgedacht, Wochen und Monate. Warum musste sie diesen Weg gehen? Welchen Weg? Sie hatte es nicht nötig, die Geliebte des Grafen Ranzer zu werden, um Karriere zu machen. Ist doch alles so niedrig und erbärmlich. Hans-Christian, wenn ein erwachsener Mann wie du von einem Menschen, der ihm teuer war, nicht besser denken kann, so ist das auch erbärmlich. Was willst du damit sagen? Sie liebte ihn. Franzer wollte sie heiraten, aber musste das Opfer ihrer Kunst verlangen. Dann schied sie sich tapfer für ihre Kunst. Sie blieb einsam. Sehr einsam. Wenn du warst damit beschäftigt, gekränkt zu sein. Willst du mir daraus einen Vorwurf machen? Ja, natürlich, wem denn? Graf Franzer und Shelley taten, was sie mussten. Und du? So ist. Aber vielleicht kann ich das alles... Ja. Signore, benvenuto. Wir packen, wir reisen. Wir fahren nach Kopenhagen. Und wohin? Nach Hause. Stopp. Ich habe Sie in Berlin singen hören. Bitte, nehmen Sie diese kleine Aufmerksamkeit von mir. Und von mir diese Blumen. Ich habe leider nichts Schöneres finden können. Wir müssen weiter, weiter, die Pferde sind wieder eingespannt. Wir hätten Sie gern länger hier behalten, die retten Sie bitte. Oh, es war eine Ehre, die berühmte schwedische Nachtigall besetzen zu dürfen. Sehr lieb, meine Damen, meine Herren, vielen Dank für die Ovation. Was ist denn hier los? Mein Herr, Sie haben etwas versäumt, um wenige Minuten versäumt. Da fährt Jenny Lind. Sie will nach Kopenhagen. Schneller, Kutscher. Wenn wir das große Konzert in Kopenhagen hinter uns haben, geht's nach Amerika. Verhandlungen mit Barnum habe ich schon aufgenommen. Für lange Ferien wird es für Sie nicht geben. Brauchen Sie ja auch gar nicht. Sie sind ja noch so gut. Die hellen Nächte freuen und auf Kopenhagen. Ob Andersen wohl da ist? Er hat mir sehr erzählt. Können wir da nicht gleich hinterherfahren? Nein, mein Herr, hier ist Mittagspause. Lass nur, die Extrapost holen wir doch nicht ein. Oh, Herr Andersen, ist das Konzert schon aus? Ja. Aber Sie sind vielleicht noch einen Zug. Mach sie doch.
Sie uns das Wendy nehmen. Die schwedische Nachtigall. Ja, aber lasst mich bitte gehen. Ein ganzer Blumenladen. Was haben wir denn hier? Ein Brief von Barnum. Der Kurierpost aus Amsterdam. Amerika-Vertrag perfekt. Okay, lassen Sie mich bitte jetzt damit zufrieden. Ja, ja. Warum weißt du, wer da ist? Hans Christian. Ach, ich habe auf diesen Augenblick gewartet. Geh, Karin. Jenny. Hans Christian. Beliebte Jenny. Du bist doch noch gekommen. Ich bin dir nachgeeilt. In all meinen Gedanken, in all meinen Wünschen, ein ganzes Jahr. Du, Jenny, ich traf dich unterwegs. Unterwegs? Ja, du fuhrst mir davon. Ich lief dir nach und sah bloß noch den Staub von deinem Wagen. Wann? Immer war es so. Ja, war es so? Ach, Hans-Christian, du hast mir sehr gefehlt. Ich brauchte dich. Ich habe so oft mit mir gekämpft, ob ich dir schreiben sollte. Ob ich es durfte. Ist es erlaubt? Ich wollte an diesem Abend nicht fehlen. Er ist ein großer Erfolg geworden. Auch die Kopenhagener liegen ihm zu Füßen. Darf ich Ihnen Glück wünschen? Ich danke Ihnen. Mein lieber Andersen, aus Rom hierher geeilt? Ja, ich musste diesen Abend miterleben. Ja, das verstehe ich. Es ist immer schön, wenn eine Hoffnung sich bestätigt und sich so groß bestätigt. Ich freue mich, dass nun auch Kopenhagen mich anerkennt. Sie haben recht gehabt, Jenny. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sehr glücklich werden in Ihrer Welt. Leben Sie wohl. Bitte sehr. Danke. Die Herrschaften wünschen Champagner. Champagner! Hans Christian, der erste Abend mit dir zusammen. Nach einem Jahr. Was liegt dazwischen an Ländern, Städten, Menschen, an Konzerten und Premieren? Ja, Jenny, ich habe deinen Weg verfolgt. Aus meiner Einsamkeit. Ich war auch sehr oft einsam. Glaub mir. Mitunter gerade in den Augenblicken, an denen der Lärm um mich am stärksten war. Ach, weißt du, ich könnte mir ein Leben denken, ein stilles Haus an einem See. Wenn du dann auch hinausfährst in die Welt, wo du auch immer bist, da weißt du doch, ich bin da und ich warte auf dich. Das wäre schön, eine Welt zu haben, in die kein anderer hineinblickt. Und immer zu wissen, wo man zu Hause ist. Ja, und alles, was du draußen erlebst an Glanz und Erfolg, das bringst du zu mir und erzählst mir davon. Und jede schöne Stunde, die funkelt wieder auf. Aber wenn ich nun öfter lange fortbleiben müsste? Ich könnte dich ja dann und wann begleiten. Ja, damit ich eifersüchtig werde, nicht? Wieso denn? Wenn es dann heißt, wer ist der Herr oder der Jenny Lind? Das ist doch der berühmte Märchendichter Hans Andersen. Hans Andersen? Nicht möglich. Interessant. Niemand spricht mehr von der kleinen Sängerin. Da brauchst du keine Angst zu haben. Du weißt, ich mag sogenannte Ehrungen nicht. Und ich, siehst du, ich brauch's. Was du schreibst, das wirkt weiter. Auch ohne dich.
Aber wenn ich singe, dann muss ich mich täglich neu verschenken. Und dazu brauche ich diesen Rausch, den Rausch des Erfolges. Aber danach muss man wieder Ruhe haben. Und viele böse Träume vergessen. Ich möchte dir alle meine Träume sagen, damit ich sie vergessen kann. Ich bin froh, dass ich mit Ihnen kommen durfte. Ich habe mich nach diesem Abend sehr einsam gefühlt. Ja, die Elevin von damals ist eine große Sängerin geworden. Es war ein Irrtum, als ich einmal glaubte, die Kunst sei eines großen Opfers nicht wert. Sie werden wohl wissen, was ich damit meine. Ja, ihr ist es auch nicht leicht gefallen. Aber sie tut nichts Halbes. Sehen Sie sich diese Stirn an. Sie trifft nur klare Entscheidungen. Haben Sie über diese Büste schon verfügt? Das Königliche Museum hat mich darum gebeten. Aber ich würde sie gerne bei mir haben. Wollen Sie sie mir überlassen? Ihnen bedeutet diese Büste mehr als eine Katalognummer? Bin Ihnen dankbar dafür. Übrigens, ich traf Andersen in dem Konzert. Nicht wahr, ich gehe nicht fehl. Sie haben ihn aus Rom geholt. Ja, es war notwendig. Er wäre dort vor die Hunde gegangen. Ja, Sie haben recht getan. Wenn jemand ihr auf ihrem Wege folgen kann, so ist es Andersen. Und nicht wahr, lieber Thorwaldsen, diese Genie-Lind gehört mir. Nein, Sie dürfen nicht nur einem gehören, denn Sie gehören der ganzen Welt. Ach, Rupen, das sind doch Redensarten. Sie sind klug, Sie sind überlegen, Sie berechnen alles, Sie machen keinen Fehler, Sie sind nie erschüttert. Und darum haben Sie auch sicher Unrecht. Nein, meine Teuerste, ich habe recht. Sie haben eine Aufgabe, die Sie hinausführt in die Welt, vielleicht rund um den Erdball. Andersen braucht für seine Arbeit beschauliche Ruhe. Ach. Wie wollen Sie zusammen leben? Wollen Sie auf Ihre Laufbahn verzichten? Nein. Aber warum soll er nicht um mich sein, wenn ich ihn brauche? Ich will nicht wieder so einsam sein wie in der letzten Zeit. Ist das nicht sehr egoistisch gedacht? Ich weiß, dass er mich liebt. Wissen Sie aber auch, was Sie ihm antun, wenn Sie ihn durch Amerika schleppen? Was soll er dort? Ein Märchendichter in Amerika. Ein Prinzgemahl im Gefolge einer schönen Frau. Sie werden ihn zugrunde richten. Das ist nicht wahr. Er wird die Welt sehen. Die große, schöne Welt. Und neue Märchen darüber schreiben. Auf Gastspielreisen in Hotelzimmern, da entstehen keine Märchen. Die wachsen nur auf dem Heimatboden. Entziehen Sie ihm den, so werden die Kinder vergeblich auf neue Märchen von ihm warten. Wenn Sie das wollen, wenn Sie das dürfen, gut. Ja, aber wenn er hier bliebe und auf mich warten würde. Was wäre das für eine Ehe? Nein, Gelind. Ich habe stets an Ihnen bewundert, dass Sie Halbheiten nicht ertragen und klare Entscheidungen lieben. Und jetzt wollen Sie der Entscheidung über Ihr ganzes Leben ausweichen. Warum dürfen wir beide nicht glücklich werden? Darauf kommt es nicht an. Künstler sollen andere glücklich machen. Ich habe solche Sehnsucht nach einem Menschen, der zu mir gehört. Das Schönste in der Kunst hat immer die Sehnsucht geboren und nicht das Glück. Ich habe Ihnen schon einmal die Feder in die Hand gedrückt. Haben Sie das jemals bereuen müssen? Entschuldige, Jenny. Die Koffer sind zum Teil noch Lass gar nicht. Nur, Karin. Bitte gib mir mal ein Mädchen. Soll ich dich nicht begleiten? Nein, danke. Wo gehst du denn hin? Ich bin gleich wieder da. Ja, Frau Tostorf, unser Haus wird wohl bald zu klein sein. Wir werden anbauen müssen. Einen Saal, einen schönen großen Saal. Mitten darin da soll ein goldenes Cembalo stehen. Du meine Güte, wollen Sie denn hier Konzerte geben? Vielleicht geben wir auch mal ein kleines Hauskonzert für ein paar Freunde, Thorwaldsen oder so. Ach was, wozu denn überhaupt Gäste? Am liebsten möchte ich Jenny ganz für mich alleine haben. Dass ihr Männer doch immer alles für euch alleine haben wollt. Natürlich. Ach, Frau Tostorp, ich bin so glücklich wie
wie der Kaiser von China. Der Kaiser von China? Ja. Kennst du denn den Kaiser von China? Hm, ganz genau. Er sieht aus so. So sieht er aus. Erzähl uns doch mal die Geschichte. Ja. Wie glücklich war denn der Kaiser von China? Ja, das wird... Sehen Sie, jetzt müssen Sie den Kindern ein Märchen erzählen. Guck mal her. Also in China, wisst ihr, da ist der Kaiser auch ein Chinese. Und alle, die er um sich hat, sind auch Chinesen. Des Kaisers Schloss, das war das prächtigste auf der Welt. Ganz und gar aus feinem Porzellan. Im Garten, da sah man die wunderbarsten Blumen. Und an die allerprächtigsten waren Silberglocken gebunden. Die erklangen, damit man nicht vorübergehen konnte, ohne sie zu bemerken. Eines Tages las der Kaiser in einem großen Buch, das Herrlichste in seinem Reiche sei die Nachtigall. Aber es hatte sie noch niemand gesehen. Keiner kennt die Nachtigall. Mein Hofjunker soll kommen. Majestät, hier soll sich ein höchst merkwürdiger Vogel aufhalten, Nachtigall genannt. Der soll das Allerbeste sein in meinem Kaiserreich. Warum hat man mir nie etwas von ihm gesagt? Ich werde ihn suchen. Waren sie schon lange unterwegs, aber sie hatten die Nachtigall noch immer nicht entdeckt. Da gab der Hofjunker der Wache den Befehl, mit den Fernrohren Umschau zu halten. Aber vergebens. Auch ein Bauer, den er fragte, wusste nicht, wo die Nachtigall zu finden sei. Sie hielt sich ganz im Verborgenen auf. Nur ein kleines Küchenmädchen kannte den Weg und führte alle zu der Felsenschlucht am Meeresufer, wo die Nachtigall abends ihr Lied sang. Seht ihr, die Nachtigall sang so schön, dass das Herz des Kaisers froh und leicht wurde, so oft er ihrem Gesang lauschte. Da hat der Kaiser die Nachtigall wohl schrecklich lieb gehabt. Ja. Hans Christian? Jenny, da bist du. Wir kriegen nur das Märchen zu Ende. Nachher, nachher. Bleibt die Nachtigall jetzt immer beim Kaiser? Ja, ja, natürlich bleibt sie immer beim Kaiser. Geht nur spielen jetzt. Hier ist jetzt dein Platz. Für immer. Ach, Hans Christian, du machst es mir so furchtbar schwer. Wir beide. Wie soll ich dir das nur sagen? Herein. Ist Jenny nicht da? Nein, aber ich. Ja, sie. Das ist alles entsetzlich. Wo ist sie? Ich muss sie unbedingt sprechen. Sie ist bei mir im Vertrag.
Ich schreibe gerade an Barnum nach New York. Upen, das ist Vertragsbruch. Jawohl. Ich zahle die Konventionalstrafe. In Freundschaft doppelt, in Feindschaft wie vorgesehen. Wie wünschen Sie es? In Freundschaft, bitte. Danke. Das ist doch nicht möglich. Das sind nicht deine Worte. Das ist Upen. Doch, Hans-Christian. Das, was Upen mir immer gesagt hat, habe ich unbewusst auch selbst gefühlt. Ich habe es nur nicht wahrhaben wollen. Ich habe immer in der Hoffnung gelebt, dass es eines Tages doch noch alles gut werden wird. Aber es geht nicht. Es geht nicht, Hans-Christian. Es tut mir doch selber so weh. Aber es kann nicht anders sein. Jeder von uns muss seinen Weg alleine gehen. Es war doch alles klar zwischen uns. Unterschreib doch den Vertrag mit Barnum. Ich komme mit dir. Nein, Hans-Christian. Du kannst nicht mit mir kommen. Glaub mir doch. Ich kann und darf dich nicht aus deiner Welt herausreißen. Die Nachtigall den Kaiser ganz allein? Erzähl uns doch das Märchen zu Ende. Ich kann keine Märchen mehr erzählen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Doch, Hans-Christian, du weißt es schon. Kommt. Kam ganz anders, als der Kaiser gedacht hatte. Die Nachtigall wollte frei sein und flog in die weite Welt. Darüber war der Kaiser sehr betrübt und wurde todsterbenskrank. Süße Nacht, sing du doch, sing es, sing es. Kleiner Vogel, nun sollst du ewig bei mir bleiben. Ich baue dir einen goldenen Käfig. Die Nachtigall kann nicht immer bei mir wohnen. Sie muss hinausfliegen in die Welt. Aber abends, da wird sie dort auf dem kleinen Zweig beim Fenster sitzen und wird dir vorsingen. Von den Glücklichen und von denen, die da leiden. Da dankte der Kaiser der Nachtigall. Und als dann seine Diener hereinkamen, um nach ihrem toten Herrn zu sehen, da trat der Kaiser vor sie hin und sagte, guten Morgen. Und da sagte der Kaiser, guten Morgen. So, nun ist das Märchen aus. Jetzt geht's spielen. Das war ein schönes Märchen, Hans-Christian. Jetzt stehst du wieder fest in deinem Reich. Und du? Du kannst nicht bei mir bleiben? Nein. Du hast es doch selbst in deinem Märchen gesagt. Die Nachtigall muss hinaus in die Welt. Man darf sie nicht in einem Käfig sperren. Ich habe so vielen Prinzen zu ihrer Prinzessin verholfen. Aber meine Prinzessin geht immer an mir vorüber. Wir kennen jetzt beide unseren Weg, Hans-Christian, nicht wahr? Und wenn ich einmal gar nicht mehr weiter weiß, dann schließe ich die Augen, lausche nur nach innen. Ja, Hans-Christian, dann singe ich nur für dich.